Hallihallo meine Pokéfriends und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Pokémon Unite. Ja, ich bin wieder da und wir spielen heute Dragoran. Ich habe ein paar Videos schon aufgenommen gehabt, die hat es nicht gespeichert, ich bin sehr bedient. Deswegen spielen wir hier nochmal Dragoran, so wie wir es am Anfang des vorherigen Videos auch gemacht haben. Wir haben hier die Buddy Barrier, die ein Schild gewährt. Einmal für sich selbst und einmal für den Partner, der die wenigsten KP hat, glaube. Dann haben wir den Leichtstein und das Muskelband, um richtig Schaden rauszuhauen. Wir spielen Dragoran als richtiges offensives Powerhouse mit Drachentanz und Wutanfall. Drachentanz verhält sich so, man kann leicht nach vorne dashen, hat mehr Attack Speed und natürlich, ich glaube auch mehr Schaden irgendwie. Also es haut ziemlich rein. In Kombination mit Wutanfall ist es richtig extrem. Und wir spielen wahrscheinlich mit Hytera auf der Botlane. Hierashi YouTube, Grüße gehen raus. Ein YouTube-Buddy wahrscheinlich unter uns. Schreibt mir schon mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Dragoran angespielt habt, beziehungsweise ob ihr ihn euch holen werdet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe schon ein paar Spiele gemacht. Dragoran hat mich rausgecarried aus der Ultra-Misere. Denn ich bin erstmal von Ultra 5 auf Ultra 3 abgestiegen. Dank des neuen Systems, wie man aufsteigt. Und dann hatte ich einfach die Spielwut gepackt. Und dann habe ich in der Nacht fünf Spiele hintereinander gewonnen und dann war ich zack bum peng wieder Master. Also ihr seht hier originales Master Gameplay hier des Haus Xetras. Und ja, genießt es einfach. Genießt es einfach. Zack. Haben wir ja schon mal was weggesnackt. Wir sind hier mit Hierashi YouTube da. Hätte ich mich Xetra YouTube genannt, wüsste der, dass ich auch Videos mache. Ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass er das weiß. Ja, schade. Die Richtung hat schon mal gestimmt, ohne Auto-Aim. Wir hoffen ja einfach, wichtig ist immer, dass man erstmal möglichst viele Last-Hits kriegt, damit man schnell im Level aufsteigt. Das ist immer wichtig. Sehr wichtig. Und man kann hier natürlich auch ein bisschen rumgucken. So ein bisschen nerven oder so. Siehst du, er ist schon in rausgesprungen. Aber okay. Ihr wartet dann das nächste Pokémon auf uns. Ich hole mir schon mal hier die Ladung. Und zack. Nehmen wir mit. Wir müssen nämlich Level 5 werden. Das Wichtige ist bei Dragoran, man darf nicht zu offensiv spielen am Anfang. Denn man hat gar nicht die Offensivpower. Die hast du gar nicht. Man hat die erst so richtig, wenn man Dragoran ist. Aber als Dratini oder Dragonier ist da nie viel drin. Ehrlich gesagt. Da hast du einfach wenig. Wenig Kraft. Oh. Verschluckt. So. Okay. Wir holen uns einfach zack zum Level 5. Holen wir uns den Drachentanz. In meiner letzten Aufnahmesession habe ich so zweimal Dragoran gespielt. Lief beides sehr lustig. Einmal gewonnen, einmal verloren. Ihr seht das. Zack, zack, zack. Wir greifen jetzt schneller an. Und das Coole ist, als Dragonier haben wir auch die Möglichkeit, mit unseren Auto-Attacks zu stunnen. Das ist richtig overpowered. Und zwar immer im Wechsel zu den normalen Angriffen natürlich. Und als Dragoran kommt dann natürlich dann auch noch mehr dazu. Oh, zack, jetzt dash mal hier richtig auf. Wow, das war krass. So, jetzt ist hier Lucario da, aber der kriegt jetzt erstmal hier richtig eine Abreibung. So, und jetzt erholen wir uns die auch noch. Zack, jetzt stunnen wir dich erstmal. Und jetzt bist du auch noch weg. Und du kriegst jetzt auch noch eine Abreibung. Mal den versuchen wir einfach zu killen, komm. Schade. Ja, da kommen wir nicht gegen an. Noch nicht. So, wir haben uns jetzt einfach hier mal ein bisschen Erfahrungspunkte geholt. Tschüss. Jetzt müssen wir erstmal wegglitschen hier, weil die ständig hier zu dritt rumhocken. Ja, wer nicht so den Skill hat, der holt es halt mit Überzahl einfach raus. Ist einfach so. So, zack. Aber jetzt habt ihr die Rechnung mit den Falschen gemacht.
denn jetzt bin ich Dragoran und jetzt geht's richtig ab. Ihr seht's gleich. Zack, jetzt hauen wir hier richtig raus. Ist immer ein bisschen wütend. Zack. Ja, fast. Fast. Also Dragoran haut richtig Schaden raus. Ich mache hier mal, ich brauche Verstärkung. Manchmal bin ich ein bisschen mad, ehrlich gesagt. Die sind einfach nicht so stark. Aber weil die ständig miteinander rumhocken, haben sie einfach einen Vorteil. Ich hasse sowas. So, das versuchen wir erstmal hier ein bisschen rauszuholen, damit wir hier unseren Unite-Move auch kriegen. So. Okay, jetzt haben wir den. Ich würde sagen, gucken wir mal, ob wir bis da reinkommen. Also ihr seht, die Reichweite ist gigantisch groß. Muss ich aber gar nicht einsetzen. Denn ich komme so schnell genug auch hin. Aber ich nehme es trotzdem mal. Zack. Oh, ich hole mal schnell Rotom, danke. Wow, das war knapp. Oh, oh, renn weg, Junge. Ui. Knappe Nummer. Aber wir haben uns Rotom geholt, das war wichtig. Das war richtig, worth. Weil sonst haben die noch mehr Druck, den sie ausüben. Und jetzt gehen wir erstmal hier wieder auf die Botlane. Wir liegen weit zurück, aber es ist okay. Es ist okay. Die hocken hier wieder zu zweit oder zu dritt rum. So wie sie eben sind. Aber das ist ebenfalls okay. Denn wir werden hier immer ein bisschen weiter im Jungle rumhocken. Zack. Und werden uns hier ein paar Erfahrungspunkte gönnen. Und ihr seht, der Cooldown, der setzt sich immer zurück pro Treffer, den man macht. Also pro Auto-Attack. Ist richtig stark einfach nur. Ist richtig strong. So, zack. Und ihr seht hier, man hat hier so ein AOE-Damage, den man dann rausdasht. Okay, ihr seht, die hocken hier wieder zu viert oder zu fünf. So, aber ich hole mir jetzt. Oh, Alter. Sind das ein paar räudige Leute. Junge, Junge, Junge. Also, ja. Nee, wirklich. Tronji Trott. Junge, Junge, Junge. Also man sieht da schon ein bisschen nicht mein Spielstil. Das ist definitiv nicht mein Spielstil, was die da verfolgen. Okay, ist ein bisschen ehrgeizig, dass der stirbt endlich hier. Damit ich auch mal ein bisschen was reinschmeißen kann. Komm, hau deine 50 Punkte rein, jetzt geht's richtig ab. Haben wir ein bisschen aufgeholt, das Ganze. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der verstärkte Wasserangriff macht. Ich frage mich immer, Feuer macht auf jeden Fall mehr Schaden. Elektro paralysiert. Aber ich weiß nicht, ob der Wasserangriff immer einen Volltreffer macht. Das frage ich mich ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja. Ja, der schießt voll im Ohr daneben. Ja, der kann ruhig teleportieren oder was auch immer. Okay, das geht ja richtig ab, Leute. Das geht ja richtig ab. Aber irgendwie nehmen wir auch sehr viel Schaden. Muss man auch so sagen, wie es ist. Wir nehmen richtig viel Schaden. Aber wir können natürlich hier trotzdem auch Schaden raushauen, nicht? Ja, zack, jetzt knallen wir hier mal kurz rein. Alter, komm her, du. Und schon wieder. Alter, guckt euch das an. Zwei Unite-Moves für mich. Jetzt versuchen sie natürlich, oh, das ist ein großer Fehler, finde ich immer, wenn man in Arktos einfach so leichtsinnig reingeht. Weil wir sind jetzt auch 4 gegen 5, wenn man so nimmt. Und Pikachu hängt auch noch da hinten irgendwo.
Ich hoffe, der hat seinen Unite-Buff, sodass er sicher den holen kann. Ich hoffe es echt. Oh, ich laufe hier gegen die Wand. Auch nicht so eine gute Idee. Und jetzt hole ich mich natürlich hier ein paar Leute. Zack. Junge, das hast du verdient, du Sack. Und deine 50 Punkte, die knall ich ja gleich wieder zurück. Dass du Bescheid weißt. So, pass auf. Hier. Schenk dir was. Oh, und jetzt gehe ich einfach in Verteidigungsmodus. So, Felinara braucht gar nicht hinterher scheißern. Das muss nicht sein. So, ich hoffe, das waren jetzt genügend Punkte, die wir jetzt entgegengesetzt haben. Ja, ich bin mir immer so unsicher, weil die waren halt die ganze Zeit so ein bisschen im... Oh, 58, nochmal, das ist gar nicht schlecht. Oh, das ist richtig gut. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon ein besseres Gefühl. Also wie gesagt, man hat hier eine coole Kombination. Und das Geile ist, im Wutanfall ändern sich die Typen hier immer. Also du hast erst Elektro, dann hast du Wasser, dann hast du Feuer. Gleich alles hintereinander, das ist richtig cool. So, also man sieht es, zack, und dann kann man hier mit diesen Aufstampfen, macht man auch nochmal Schaden. Man ist natürlich danach ein bisschen bewegungsunfähig, aber es ist kein Problem. Ist einfach überhaupt kein Problem. Und hier kommt doch auch irgendwie keiner mehr. Ich verstehe natürlich nicht manchmal, warum der Drachentanz so einen Bogen macht und manchmal geradeaus geht, aber Dragoran ist ein richtig starkes Pokémon. Spielt es auf jeden Fall, um aufzusteigen. Denn es hat Schwierigkeit leicht. Und es haut richtig viel Schaden rein. Lohnt sich auch für Button Smasher. Es funktioniert auch oftmals. So, hier Rashi YouTube, du hast ein gutes Spiel gemacht, hier gebe ich so einen Daumen nach oben. So, guck mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei euch. Lasst auf jeden Fall Kommentare da, liked, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in neuen Unite Videos mit Master Gameplay. Also Leute, bis dahin und macht's gut, euer Xetra. Tschüss.